New York rüstet sich zur großen Schlacht gegen das Coronavirus. In diesen nächsten Tagen wird der Höhepunkt der Virusepidemie hier im Big Apple erwartet. Die Spitäler sind am Rande ihrer Kapazität bereits. In vielen könnte es knapp werden mit der Versorgung. Natürlich besonders gefragt sind Beatmungsgeräte. Doch die Spitäler in New York tauschen untereinander Belegschaft und Material aus. Es wurden auch Ärzte abkommandiert in die Intensivstationen. Das Ganze gleicht tatsächlich fast einer militärischen Operation, praktisch ein Krieg gegen das Virus, der hier in New York City geführt wird. Die Opferbilanz ist jetzt bereits auf über 3000 Tote angestiegen hier in New York. Das ist mehr als nach den Terrorattacken des 11. September 2001. Allerdings, es gibt einen Funken Hoffnung. Zuletzt ist die Zahl der Toten leicht zurückgegangen. Man wird jetzt sehen müssen, ob es sich dabei um einen Trend oder nur einen Ausreißer handelt. Unterdessen sind auch die Bestattungsunternehmen der Stadt vor große Herausforderungen gestellt. Viele Unternehmen haben keinen Platz mehr für die vielen Toten. Auch hier werden bereits provisorische Lösungen getroffen, wo Leichen auch in Aufbahrungshallen bereits liegen. Eine wirklich dramatische Situation. Auch die Stadt New York kommt fast nicht mehr nach mit dem Ausstellen von Todesurkunden. Begräbnisse und Kremationen, Einäscherungen müssen verschoben werden, weil auch auf den Friedhöfen die Kapazität langsam eng wird. Und eine wirklich schockierende und auch sehr außergewöhnliche Nachricht erreichte die New Yorker am Sonntagabend. Es wurde bekannt, dass ein Tigerweibchen im Bronx Zoo ebenfalls auf Coronavirus positiv getestet wurde. Das 4 Jahre alte malaysische Tigerweibchen namens Nadia hatte einen trockenen Husten entwickelt und wurde getestet, und prompt kam der Test positiv zurück. Angeblich sollen 4 bis 5 weitere Raubkatzen infiziert worden sein in dem Zoo, offensichtlich von Pflegern.